Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Video mit einem Vorschau auf die heurige Wintersaison hier im Skigebiet Pfälders. Und zwar zeige ich euch im heutigen Video das im Bau befindliche Update für die Map Pfälders aus dem Steam Workshop. Zuerst würde ich mal sagen, wir fangen das Video so an, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, um euch ein bisschen die Unterschiede zu zeigen. Was hat sich so getan in den letzten Wochen, Monaten bei den Erbauern? Dafür nehmen wir euch dann gleich mit rüber. Und dann schauen wir uns das einmal genauer an. So, wir starten hier einmal in der Map. Willkommen und wir befinden uns hier am Startpunkt, wie wir hier gut unten links sehen können. Genau, das haben wir da am Start gestanden und haben hier zuerst einmal diese Map angeschaut. Ja gut, das war die letzte Map von der letzten Saison und es hat sich natürlich was getan. Und das schauen wir jetzt an. Im Gegensatz zum letzten Mal, hat sich die Map wirklich sehr, sehr weiterentwickelt. Im Gegensatz zum letzten Mal. Ich blende es euch noch einmal ein. Hier die letzte Map und hier die aktuelle Version. Also es hat sich wirklich einiges getan hier. So, gehen wir mal weiter, beziehungsweise gehen wir mal zum Auto. Und fahren mal runter ins Tal. Ich hole jetzt einmal. Tut mir leid, aber ich habe nicht allzu viel Zeit. Da taucht plötzlich ein Auto auf, auch sehr interessant. Der weitere Fortschritt hier im Skigebiet. Wer hat's gesehen? Ja, ihr habt's richtig gesehen.
Sie haben eine Verkehrsüberwachung inklusive neuen Ticketgebäude. Und die große Seilbahn, die hier als Muster aufgebaut war, haben wir jetzt in klein hier drinnen. Ich blende euch den Vergleich noch einmal ein. Also ihr habt es gesehen, es hat sich einiges getan. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne neue Talstation bekommen. Mit einem wunderschönen Parkplatz, wo das alte Gebäude stand, also hier jetzt. Ja, ist es einfach wieder viel schöne grüne Landschaft. Wir haben eine neue Talstation bekommen. Jetzt auch schon mit Beschriftung. Also da, glaube ich, stand das alte Gebäude. Das wurde hier minimiert und hier als kleine Talstation eingefügt. Auch hier mit dem neuen Pistenplan. Mit der Rodelbahn. Mit dem Skiweg. Mit den Liften. Man muss schon noch sagen, es gibt noch einiges, was hier bearbeitet wird. Was aufgefallen ist, ist der Schlauchbug. Der wird auch noch angeblich bearbeitet und hier der Niveauunterschied. So viel ich weiß, wird auch noch angearbeitet. Genau. So, ich glaube hier das Gelände wurde auch etwas angepasst und mein Wunsch wurde auch erhört, die neuen Hydranten wurden auch eingefügt, das freut mich natürlich sehr, aber sonst ja, es hat sich dann doch einiges verändert. Ich würde aber sagen, wir machen einen kleinen Rundflug. Damit ich euch das von oben mal anschauen lassen kann. Was hier die neue, der neue Parkplatz mit der Helikopterlandefläche und auch Solarmodulen am Dach von der Ticket, vom Ticketstand. So, dann geht es hier rauf. Und wenn wir dann da oben sind, wir kennen es eh noch mittlerweile. An der Station hat sich eigentlich nichts getan.
Auch hier hat sich nichts getan eigentlich. Hier, der Grünbrunn-Express. Auch hier die Rennpiste hat sich eigentlich nicht verändert. Wir können noch wie letzte Saison Slalom fahren. Auch hier der Startpunkt nicht geändert. Noch immer so steil wie letzte Saison. Ja, der See ist uns auch noch bekannt und dann ist er Abstecher hinüber. Die Lawinenverbauung ist, glaube ich, auch noch von der letzten Version. Und natürlich die Kajochbahn, die wurde ja auch komplett geändert wieder. Im Gegensatz zur letzten Version, sprich der Version von der letzten Saison. Wurde die auch versetzt von da oben, glaube ich, von weiter oben. Über diese Kurve jetzt. Genau, weil ich glaube, vorhin war es da hinunter, so und so, und da stand die Station hier auf der Seite, jetzt steht sie auf der Seite. Und wir können jetzt als Skifahrer da zusteigen, genau. Ja, hier. Überhaupt am Gelände wurde auch, beziehungsweise am Geländer, am Gestein oder an der Welt wurde auch etwas gearbeitet. Wir haben hier einen neuen Weg. Und wir haben eine komplett überarbeitete neue Map-Version hier auch noch. Also auf der Taste F2 haben wir eine komplett neue Map. Mit Beschriftungen und mit Skiweg-Einzeichnung und mit der Rodelbahn. Die Erbauer dürfen sich natürlich in den Kommentaren auch zu Wort melden, wenn sie das wollen und auch ihre Meinung und ihre Kommentare hinterlassen. Uns oder euch was darüber noch erzählen. So, wenn wir hier auf das Kinderland schauen. Blende ich euch mal wieder was ein. Im Vergleich wieder. Habt einen Moment Geduld, es kommt gleich. So, die Map in der letzten Version und jetzt einmal in die Map in der aktuellen Work in Progress Version. Und ich würde mal sagen, man erkennt die Map schon noch, aber es hat sich einiges getan. Neue Garagen, wir haben Flutlicht. Wir haben neue Hydranten bekommen, die wir hier auf der alten Map nicht gesehen haben.
Also, es hat sich wirklich einiges getan hier auf der Map. Also können wir uns heuer auf eine schöne Wintersaison freuen mit dieser wunderschönen neuen Map, die auch wieder viele schöne neue Möglichkeiten bietet. Ja, da waren wir auch letzte Saison unterwegs mit den Fahrzeugen und haben die ganzen Beschneiungsanlagen abgebaut im Frühling. Hier unten sehen wir noch das alte Gebäude, was ja jetzt abgerissen wurde und ein neues Kassenhäuschen zur rechten Seite gebaut wurde, sowie auch die Liftanlagen wurden hier general überholt und neu aufgebaut. In der neuen Version. Und hier links auch noch die alte Bahn, die jetzt auch nicht mehr da ist, das Modellstück, die wir jetzt in der aktuellen Version nicht mehr haben. Genau hier. Das wurde auch komplett überarbeitet, alles. Ja. Ja, also es hat sich einiges getan. Also wir waren jetzt gerade da drüben, also ihr seht, es hat sich wirklich einiges getan hier auf der Map. Es wird sich wahrscheinlich auch noch etwas tun. Aber hier Flutlicht haben wir natürlich auch jetzt bekommen hier auf der Map. Wir können jetzt auch Feuerwerk schießen. Also wir können hier Pyrotechnik zünden. Zu Saisonstart vielleicht einmal. Ich habe eine Flutlichtpiste. Ja. Also es ist wirklich schön geworden. Wenn wir jetzt von ganz oben runter schauen, also von der Vogelperspektive. Haben wir jetzt auch hier eine Aussichtsplattform erhalten. Glaube ich zumindest, dass das eine ist. Auch ein paar Hütten wurden hinzugefügt bzw. geändert. Hier der Verbindungsweg zur Hütte. Wir haben hier den neuen Weg. Wir haben hier die Rodelbahn, wo man im Sommer mit dem Auto rauffahren kann. Also hier von oben nochmal das Skigebiet. Der höchste Punkt. Da geht es herunter zur Mittelstation, der Skiweg. Also hier. Aber noch mehr werden wir uns dann in ein paar Wochen anschauen. Da werden wir dann die ganzen Schneekanonen aufstellen. Und so. Weil wir müssen ja noch einiges vorbereiten, auch noch. Bevor dann hier die ersten Skigäste Anfang Dezember die Pisten runterflitzen dürfen, können, müssen. Je nachdem. Ja, gibt es halt noch einiges zu tun. Von den Pistenfahrzeugen haben wir einen Käsebohrer 100. Und ja, Autos haben wir auch zwei auf der Map. Diverseste Fahrzeuge begleiten uns auch heuer wieder. Wir haben, wenn man jetzt in die Ansicht reingeht, bei der Beschneiung haben wir hier noch nichts. Das können wir dann hinzufügen. Pistenplan natürlich überarbeitet. Dann die Seilbahnen hier. Was sich auch neu geändert hat, ist das Wetter. Wir haben jetzt auch Niederschlag, also Schneefall, was hinzugefügt wurde in der Map. Ja, Fahrzeuge
haben wir natürlich auch einige. Wir haben hier die Hydranten eingezeichnet. Wir haben den ATAC Helikopter hinbekommen hier. Wir haben hier die ganzen Hydranten auf der Map eingezeichnet. Wir haben ein paar Pistenbullis, ein paar Autos. Ja. Also hier noch einmal ganz genau eingezeichnet, was wo ist. Ja, also es hat sich einiges getan hier auf der Map und ich freue mich natürlich schon sehr dann hier im Winter mit euch zu spielen. Also es wird sicher gemütlich dann im Winter hier und vielen Dank an dieser Stelle an die Erbauer für die Bereitstellung dieses im Bau befindlichen Updates, wobei es wahrscheinlich schon fast fertig ist, was ich so gehört habe. Also natürlich fühlen sich die Erbauer sehr gerne über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn ihr euch noch was wünscht oder so, wenn noch irgendwas fehlen sollte, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Die Erbauer werden das sicher werden berücksichtigen, sofern es noch möglich ist halt. Und ja, vielleicht noch ein kurzer, was sich hier wirklich so getan hat. Also wir haben einen neuen Parkplatz, den Skiweg, die Rodelbahn, das Gebirge wurde leicht überarbeitet. Wir haben jetzt ein Feuerwerk, was man schießen kann. Wir haben den Rettungshubschrauber. Wir haben neue Gebäude bzw. Zäune und Schilder bekommen. Und die neue Straßenführung beim Teppichlift. Also ihr habt es gesehen, es hat sich wirklich einiges getan. Ja. Also können wir uns dann noch schon freuen in ein paar Wochen, wenn es hier dann losgeht mit den Vorbereitungen für die Saison. Schauen wir mal, wie es die Preise heuer machen. Ja, also es gibt schon noch ein oder andere Problem auf der Map, was mir so aufgefallen ist. Aber sonst ist es wirklich sehr, sehr schön geworden, das Update hier. An dieser Stelle möchte ich dann auch Schluss machen wieder. Ich möchte jetzt nicht alles 100% erklären und euch zeigen. Lasst euch überraschen, was dann in ein paar Wochen kommt. Sobald die Map fertig gestaltet wurde, ist sie auf Steam erhältlich, kostenlos im Workshop drinnen. Im Steam Workshop, genau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende und ja, bis bald. Bleibt gesund und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt der Markus. Ja, tschüss und ja, irgendwann sehen wir uns dann wieder. Bleibt gesund und tschüss.